Schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Naja, mein Gott, Bärbel. Micha darf den roten Knopf drücken müssen. Uiuiui. So, aber immer noch Reihe 13 mit eins rechts, eins links. Oh Mann, wären das schon wieder 3, 4 Videos. Naja, was soll's. So, jetzt bin ich hingegangen, hab wieder verdoppelt. Die erste hebe ich ab. Alle rechten Maschen von einer wieder zwei gemacht. Ich mache das immer ganz gerne. Stech unten in den Querfaden und hinten die Masche verschränkt ab. Links unten reinstechen. Rechts verschränkt. Unten reinstechen. Und rechts verschränkt. So hat man keine Löcher und eine Verdoppelung. Jede rechte Masche wieder verdoppeln, da der Arm bei mir, ich gehe jetzt von meinem Arm aus, wieder eine Weite bekommt. Das soll ja auch ein Teil drunter passen, ein Pullover oder ein T-Shirt oder was man möchte. Von daher brauche ich jetzt wieder Weite. Hab dann zwei rechts, zwei links, logischerweise. Auch das schreibe ich wieder auf. Das war Reihe 14. Ich drücke jetzt nicht nochmal auf Stopp. Es bleibt jetzt. Das war Reihe 14. Da schreibe ich alle rechten Maschen wieder verdoppeln. Verdoppeln. So, das stricken wir. Uiuiui. sollte ich vielleicht doch nochmal auf Stopp drücken? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Mal. Ich habe mir das immer wieder am Arm angepasst. Also 19 Reihen. Zwei rechts, eins links. Zwei rechts, eins links. Ich versuch's nochmal. So, und jetzt kann ich sagen, mein Gott, jetzt hat sie's. So, die Reihe 34. Jetzt ganz einfach. Jetzt kommt ein Schmuckrand mit einem Umschlag einfach nur. Wir heben die erste ab. Die erste stricken wir links. Dann müsst ihr da sein, wo jetzt zwei rechte zu sehen sind. Sonst geht ihr noch einmal rüber. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, eine links. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Eine links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, eine links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, eine links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, eine links, eine rechts, ein Umschlag und so weiter. Rechts, Umschlag, rechts, links, rechts, Umschlag, rechts,
links, rechts, ein Umschlag, rechts, links, rechts, ein Umschlag, eine rechts. Reihe 34. Schreibe ich so. Rechts, ein Umschlag, eine rechts. Wie bin ich denn angefangen? Mit einer Linksmasche. Eine Linksmasche, eine rechte, ein Umschlag, eine rechte. Jetzt zähle ich in der Rückreihe, stricke alle Maschen auf Umschläge. Moment, die Umschläge habe ich, glaube ich, rechts abgestrickt. Das habe ich die Seite gemacht. Dann muss ich das jetzt zu dieser Seite drehen. Nee, dass wir drei linke haben. Drehen das Ganze. Dann die Randmasche. Genau. Eine links. Den Umschlag auch links. Noch eine links. Eine rechts. Eine links. Umschlag links. Und noch eine links. Eine rechts. Eine links. Umschlag links. Aufschreiben. Reihe 35. Reihe 35. Drei linke Maschen. Eine rechte. Drei links. Und so weiter. Ich kann nochmal die Maschen zählen. Wir haben 42 Maschen, gleich 42 Maschen. Bin ich auch laut genug? Oh Gott, jetzt war ich ja. Also 42 Maschen. Jetzt gucke ich mir das Ganze an. Dann habe ich das gestrickt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Fünfmal, fünf rein, also 36, 37, 38, 39 bis Reihe 40, dasselbe gemacht. Ich mache das jetzt und dann komme ich wieder. Auf der Rückseite, zwei links, eins, zwei, drei. Eine links, eins, zwei, drei rechte. Eine links, eins, zwei, drei rechte. Eine links, eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Ich drücke auf Stopp. Eben war da ein Punkt zu sehen, jetzt ist da kein Punkt zu sehen. Ich bleibe jetzt an der Kamera. Irgendwas finde ich wohl.
was ich euch erzählen kann. Eben in der Konzentration. Ich hoffe, ich war eben nicht zu leise bei meinem Aufschreiben. Zweimal bin ich jetzt drüber. Und ihr könnt das ja auch so weit machen. Es kommen gleich ganz viele Zunahmen. Bis nach 100 Maschen. Und ihr könnt ja auch schon bei 60, 70, wenn euch das weit genug ist für ein Schultertuch oder Seelenwärmer oder was ihr da auch immer, Bolero, gibt es so viele Bezeichnungen zu. Das liegt ja an jedem selber, wie er es haben möchte, wie er es machen möchte. Ich werde den auch noch mal einmal machen in schmaler. Dieser ist jetzt sehr, sehr weit, aber es sollte auch sein. So, habe ich schon jetzt das dritte Mal drüber. Ich rolle immer das eher so, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ich wollte mir das schon mal abgewöhnen. Das war jetzt 3. Und das ist mir einfach so beim Stricken, fällt mir dann einfach das Muster ein. So könnte das gut aussehen. Und so sieht es ja auch von beiden Seiten gut aus. Dadurch, dass das nur rechte und linke Maschen sind, hat man das auf beiden Seiten tragbar. Unten den Teil vom Arm, so wie jetzt, den werde ich zusammen häkeln. Das war Reihe 4. Und beide Seiten enden auch nicht identisch. Ich habe die eine Seite anders als die andere. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. So, das ist jetzt die vierte Reihe. Oder war das schon die fünfte? Nee. Einmal muss ich noch. Ich weiß nämlich genau, was ich dann gemacht habe. Dann habe ich die rechten Maschen noch verdoppelt. Meine ich. Ich gucke gleich. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe gedacht, du machst sowieso ein YouTube-Video. Das machst du dann am Mittwoch. Dann hast du den Ärmel sofort drin. So, ich guck mal eben. Da habe ich den Umschlag gemacht. Dann bin ich 1, 2, 3, 4, 5 mal doch schon rüber. In der sechsten Reihe. Das meinte ich nämlich. Wir müssen noch einmal rüber. Aufschreiben, Bärbel. Also die Reihe 41. Auch noch wie gehabt.
Genau. Die Lochreihe, die zählt ja nicht mit. Die habe ich jetzt das erste Mal mitgezählt. Deswegen. Alles gut. So. Jetzt verdoppeln wir mit einer Zunahme Randmasche die erste bleibt rechts, dann kommen zwei linke, die rechte verdoppeln wir, machen wir eine Zunahme, unten wieder raus und rechts verschränkt. Dann drei links, dann verdoppeln, drei links, verdoppeln, drei links. Weglegen, im Gucken. Da vorne habe ich auch eine Verdopplung gemacht. Und ich habe das einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, neunmal verdoppelt. So, Reihe 42, rechten Maschen verdoppeln. Gleich neunmal und auch sofort am Anfang habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Aber Gott sei Dank dran gedacht, das mache ich dann auf der Rückreihe. Drei links, verdoppeln. Links verdoppeln. So, jetzt gucke ich aber, das kommt ja nachher von der anderen Seite. So hier dran, die stricke ich noch nicht. Vielleicht muss die Verdopplung ja zu der Seite. Das hat ja alles einen Sinn. Das kommt von so und das kommt von so. Da ist die Verdopplung. Da müssen die drei linken Maschen hin. Okay, dann kommt die Verdopplung genau die gleiche Seite. Und da habe ich jetzt eine Masche zu viel. Da habe ich aufgehört, die ganze Zeit mit drei linken Maschen. Und das will ich dann jetzt auch machen hier. Also gehe ich da zurück und da zurück und da zurück, so dass die Reihe identisch ist. Da habe ich jetzt zwei linke und diese beiden stricke ich mir jetzt noch links zusammen ab, damit ich das genauso aussehen habe wie die andere Seite. Die letzte ist eine Randmasche. Einmal wenden und an der Zunahme an der anderen Seite noch dran denken. Wir stricken alle Maschen zurück, wie sie erscheinen.
den Reihen, da fällt mir auch gerade was auf. Ich muss nachher die ganzen Reihen nochmal zählen, weil ich immer, mal habe ich die rechte Seite gezählt, mal die linke, gar nicht. Das fällt mir jetzt gerade auf. Das war jetzt ja schon Reihe 42, Reihe 43, Reihe 43. Habe ich die Verdopplung gemacht und jetzt stricke ich ja schon Reihe 44. Ich und Anleitung schreiben niemals. Ich stricke lieber. So. Nee. Vielleicht ist ja unter euch einer dabei, der das gerne tun mag. Ich nicht. So. Aber es ist schön, dass ich so, das so mache. So habe ich das nämlich perfekt, identisch. So, hier muss ich noch die Zunahme machen, dran denken. Doppelung. Und eine links. Und die Randmasche. So. Jetzt kommen wir schon zu Reihe 45. Ja. Da sind zwei drüber. So, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt kommen ganz viele Zunahmen. Jetzt eine abheben. Dann haben wir vorne drei linke Masche. Eine rechte, drei linke, und das bleibt auch immer so. Jetzt kommt eine rechte Masche, ein Umschlag, eine rechte Masche. Drei linke, eine rechte, ein Umschlag, eine rechte. Drei linke. Eine rechte, ein Umschlag, eine rechte. Aufschreiben. Randmasche, eine rechts, rechte Masche, drei linke Maschen, eine rechte Masche, ein Umschlag, eine rechte Masche. Reihe 45. Maschen, stricken, nein, kommt noch was, drei linke, eine rechte, ein Umschlag, eine rechte, 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 drei linke, wenden, Reihe 45, abheben, drei rechts, eins, zwei, drei, eine links. Umschlag rechts, eine links, drei rechte, eine linke, Umschlag rechts, eine linke. Maschen stricken, drei rechte, eine linke,
eine links, eine linke Masche, Umschlag rechts stricken. Reihe 46 kommt gleich. So, weiter geht's. 1, 2, 3, eine links, Umschlag rechts, eine links. 1, 2, 3, Umschlag links, rechts, links. 3 rechte, eine linke, Umschlag rechts, eine links, 3 rechts, eine links, 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 Umschlag rechts, eine links, 1, 2, 3 rechte, eine linke und die Randmasche. Nächste Reihe, Reihe 46, eine rechte, 3 linke, eine rechte, ein Umschlag. Und diese mittlere Masche, die mache ich jetzt immer rechts. Da entsteht jetzt kraus rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 linke, 1, 2, 3, eine rechts, ein Umschlag, rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 links. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 linke. Aufschreiben, eine rechts, 3 links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 links. Maschen, drei Maschen, drei Maschen links. Da wieder anfangen. Eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 links, 1, 2, 3, eine rechts, Umschlag, rechts. Umschlag rechts, 3 links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 links, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, 3 links. Rechts, Umschlag, rechts, Umschlag, rechts, 3 links. Rechts, Umschlag, rechts, Umschlag, rechts, 3 links. Und Randmasche. 47. Randmasche, 3 rechte Maschen, 1, 2,
eine linke, eins, zwei, drei rechte, eine linke und aufschreiben, Reihe 47, drei rechte, drei rechte Maschen, eine linke, drei rechte Maschen, eine linke und so weiter. Und eine Zunahme habe ich noch mehr gemacht. Ich zähle euch mal diese Maschen jetzt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Läuft es noch? Ja. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 78 Maschen mit Nadelstärke 5, das wäre schon mal so ein großes Tuch. Na, ich mache aber noch eine Zunahme mehr und dann sind wir schon fertig. Reihe 48. Da haben wir das nochmal. Randmasche, eine rechte Masche, drei linke, eine rechte, ein Umschlag, eins, zwei, drei, kraus, es sind nachher fünf krause rechte Maschen, ein Umschlag, eine rechte, drei linke, die bleiben auch immer, eine rechte, ein Umschlag, drei rechte, ein Umschlag, eine rechte, drei linke, eine rechte, ein Umschlag, drei rechte, ein Umschlag, eine rechte, drei linke. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr sagen. Ihr könnt das alles sehen. Und wer ein ganz großes Tuch haben möchte, ohne dass man das jetzt umwickeln möchte, so wie ich das machen möchte, der kann das ja mit den Umschlägen erweitern. Da ist ja keine Grenze. Deswegen habe ich auch geschrieben, Fantasie grenzenlos. Also beim Stricken entwickle ich meine Muster, meine Ideen ab der ersten Masche. Ich weiß gar nicht, was sich da entwickelt im Kopf. Ich mache einfach. Ich lasse es einfach laufen.
das könnte so, das könnte so. Das entscheide ich in der nächsten Runde. Schön ist das, dass ich jetzt das alles noch weiß, was ich da Montag gemacht habe, ohne aufzuschreiben. Ist, glaube ich, sehr gut für den Kopf. Und ich konnte euch mitnehmen. Bin mal gespannt, ob euch das gefällt. Ja, ihr könnt auch ruhig den Kopf schütteln und sagen, Bärbe mit ihren Videos, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber so ist es nun mal eben. Wenn ich perfekt bin, höre ich auf. Dann mache ich keine Videos mehr. Also, lasst mich lieber so, wie ich bin. Alles gut. So, wir stricken zurück. Wir haben eine Randmasche, drei rechte Maschen, eine linke und eins, zwei, drei, vier, fünf rechte, eine linke. Soll auch jetzt alles so bleiben. Drei rechte, eine linke. Und es ist nicht langweilig. Man muss sich da mit den linken und rechten Maschen, ist zwar fernsehtauglich das Ganze, aber die rechten und linken Maschen muss man doch so ein bisschen, ja, im Auge behalten. Jetzt bin ich bei meinen 1, 2, 3, 4, 5, eine linke. Drei rechte, eine linke, drei rechte, drei linke. Ich kontrolliere gleich nochmal, ob alles identisch ist. Zähle nochmal die Reihen rüber, schreibe diese Reihe auch noch auf. Jetzt hat links gestreckt. Jo. Zu schnell. Retour. Habe ich noch Zeit für die Rundpasse zu zeigen? Ne, das mache ich dann ein andermal. Da habe ich auch was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe das ganze Stück ja oben mit einer Dreier gestrickt und nun habe ich nach der Armabteilung nur rechts und dann wurde ich auf einmal so locker, dass ich gedacht habe, Bärbel, switch mal um auf eine 2,5er und das gefällt mir eigentlich ganz gut vom Maschenbild her. Aber ich muss dann nur noch rechts stricken. Und da kam mir dieses ganz, ganz gelegen, zwischendurch mal was anderes. Im Sommer habe ich ja nicht so gerne so viele Projekte auf der Nadel. Habe ich ja sowieso dieses Jahr gar nicht. Immer eins, zwei. Und das ist eigentlich ganz schön. So, so sieht das dann aus. Ein bisschen mit den Löchern, man kann das, glaube ich, schlecht erkennen. Aber ich habe ja ein Bild gemacht, darauf könnt ihr das ja sehen. Nee, so wird das nichts. Nee, das wird so nichts. Ich habe ein Bild gemacht für euch. Alles ist gut. Gut. So, 39, aber ich kann es nicht. Schaffe ich nicht mal von der Zeit her mit meinem Video, dass ich das jetzt noch mal für euch extra anprobieren kann. Aber ich finde, man kann überhaupt keinen Unterschied da jetzt sehen, dass ich da, doch, da bin ich echt ein bisschen locker. Da war auch noch mal eine Zunahme. Aber dieses sieht schon richtig schön gleichmäßig aus. Aber wenn man es wäscht, dann wird das schon alles gut werden. Ich bin begeistert. So, das war's jetzt für die nächsten Tage. Es geht morgen mal wieder in den Urlaub.
mit dem Wohnmobil. Ich halte euch einmal ein bisschen hoch, noch einmal den schönen Tulpenstrauß mitnehmen. Und dann hoffe ich, ihr habt Spaß. War nicht so ein gutes, perfektes Video, aber es geht ja auch um das Muster, dass ich euch das Muster erklärt habe. Und wenn ihr da noch Fragen zu habt, ich kann ja noch einmal meine, das könnt ihr bestimmt nicht lesen. Könnt ihr es lesen? Vielleicht einfach die Videos ein paar Mal mehr angucken, dann geht das auch. Okay, ansonsten kommt das vielleicht noch mal irgendwann in Schönschrift. Aber wie gesagt, ich schreibe ja keine Anleitung. Ich nehme euch immer nur mit. Von daher ist alles gut. Okay, in diesem Sinne sage ich mal Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Und denkt daran, es waren jetzt 3 Teile. Nicht, dass ihr irgendwo eins vergesst, überseht oder wie auch immer. Ich sage Tschüss. Bis dann, eure Bärbel, macht gut und bleibt gesund. Ciao, schönen Mittwoch noch.